Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, die Xbox 360 Version. Es ist schon wieder Nacht, ey. Ich hab gedacht, ich wäre schlafen gegangen. Und der Schnee, er ist so hässlich. Das ist echt scheiße. Was wir heute machen ist, was habe ich denn dabei? Sachen für das Haus immer noch, den Dschungel, da habe ich glaube ich kein Holz für, ne? Naja, außerdem wollte ich ja jetzt nicht mehr so oft, Dings hier. Sachen durcheinander bauen, also jetzt damit anfangen, dann damit weitermachen und so. Weil sonst kommt da so ein Pilz bei raus und ich bin gerade in der Tür. Und die Tür ist irgendwie asynchron, vom Ton her, aber egal. Einfach ignorieren. Übrigens hatte ich schon gesagt, dass ich das jetzt mit dem Ton hinbekommen habe, dass der nicht mehr asynchron ist, weil das war ja bei den einen Parts, also. Da lag echt daran, dass. Ach ja, genau, ich weiß nicht, was ich machen wollte. Man sieht schon das Haus da hinten. Denn ich habe da das Dach vorgebaut, auf der einen Seite, damit ich halt auf der anderen Seite nachbauen kann, weil ich habe da extrem lange drin rumprobiert, wie ich das machen könnte. Dann wäre für die Aufnahme extrem langweilig gewesen. Und deswegen, ja, zeige ich gleich, wie ich das gemacht habe. Und ja, baue das dann nach, damit ihr das natürlich auch mitbekommt, denn sonst ist ja ein bisschen blöd, dann wisst ihr nicht, wie man das baut. So, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, irgendwie so eine bescheuerte Art von Dach zu machen. Denn erstens ist da so ein komischer kleiner Überstand, dann ist da dieses Teil, auf der anderen Seite wird das nochmal anders aussehen. Und was jetzt das Besondere daran ist, das sieht man eigentlich nur nachts wirklich gut, ist, dass ich die Kopfübertreffen mal benutzt habe, um da so kleine Löcher zu kreieren. Und in diesen Löchern ist Glowstone drin, den ich hoffentlich auch mitgucke. Ja, genau. Aber ich habe nicht mehr viel. Doch, ich habe, glaube ich, noch Glowstone Dust voll viel in der Kiste. Ja, um dann so Löcher dahin zu bauen. Übrigens habe ich die Glowstone-Dinger da im Creative Mode gemacht, weil ich die ganze Zeit abgebaut habe, wieder hingebaut habe, abgebaut, wieder hingebaut. Dafür werde ich dann aber später ein paar Glowstone wegwerfen, denn sonst hätte ich echt sehr viel Glowstone verschwendet, weil ich halt hier probiert habe, wie das aussieht. Und so war jetzt das Bestmögliche. Und jetzt nochmal zu der Sache mit dem asynchronen Ton zu kommen. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber geredet habe. Ich mache jetzt einfach nur nochmal kurz. Das lag echt daran, dass ich mit Fraps 50 FPS aufgenommen habe. Und dieses Teil hier aber immer nur 30 angezeigt hat. Und irgendwie habe ich jetzt einfach mal bei Fraps 30 FPS eingestellt und jetzt geht es auf einmal. Ach, ich kam nicht so gut damit aus. So, hier werden wir dasselbe jetzt nochmal auf dem Haus machen. Hier habe ich auch, glaube ich, offscreen gebaut, weil ich einfach so gedacht habe, ich probiere mal was. Und ich fand das eigentlich ganz okay. Übrigens habe ich außen total lange rumprobiert, wie das mit dem Holz und alles sein soll, damit das halbwegs gut aussieht. Und auch dieses Dach, da habe ich voll lange rumprobiert, wie ich das. Da habe ich zuerst irgendwie so Steine da hochgezogen, so dann in die Mitte, dann da runter und so. Und das hat total scheiße ausgesehen, alles. Aber egal. So, hier habe ich mir schon eine Treppe gebaut. Mit der Hochzugehen. Und jetzt würde ich hier gerne weiterbauen. Ich brauche aber dafür Treppen, die ich natürlich nicht gebaut habe, weil ich so super schlau bin. Mano. So. Dann halt nochmal zurück. Gut, dass hier eine Workbench in dem Haus ist. Das wäre jetzt ein bisschen ekelhaft. Ich finde die Treppe immer noch total hässlich. Aber eigentlich passt die, weil die so voll bauernrustikal ist. Oh, warum muss ich die Werkbank auch so weit wegstellen? Ich glaube, ich stelle oben noch irgendwo eine hin. Wisst ihr, was, da mache ich jetzt auch. Treppen. Okay, ich brauche ganz viele Treppen. Ich verballere jetzt erstmal das ganze Holz. Ich habe da nachher noch ein bisschen übrig. Und den Rest werde ich dann einfach oben verbrauchen. So. Glas habe ich auch noch total viel mit. Übrigens habe ich immer noch nichts dazu mir ausgedacht wegen dieser Glasplatte jetzt, weil viele die ganze Zeit fragen, ja, wann kommt das denn jetzt? Kann man da jetzt mitmachen oder nicht? Oder wie soll man sich da bewerben oder so? Also wenn ich das mache, werde ich dazu ein Infovideo machen und man wird sich dann nicht bewerben können oder so, sondern ich werde dann einfach random Leute rauspicken. Ich werde aber jetzt, denke ich, auch darauf achten, falls ich das irgendwie kann, dass ich nicht unbedingt nochmal Leute reinhole, die schon beim letzten Mal dabei waren, wo diese Community-Aktion praktisch war, weil das wäre ein bisschen doof, wenn da zweimal dann dieselben wären. Noch ein bisschen unfair. Auch wenn das jetzt schon ein bisschen länger her ist, aber trotzdem. Wir auch mal anderen die Chance geben. Treppen. Ne, erstmal brauche ich ganz normales Holz, weil ich eigentlich auch ohne Werkbank bauen kann, aber egal. Obwohl ein bisschen normales Holz brauche ich auch. Ich sollte das jetzt nicht alles in Treppen verwandeln. Da. So. Wenn das hier online kommt, kam dann schon diese Digimon Online Party? Ja, ich glaube schon. Ich habe ja mal probiert, auch mal was anderes aufzunehmen. Auch mal vielleicht ein bisschen Abwechslung. Genau, hier habe ich ein Problem, weil ich dann nicht weiß, wie ich das machen soll, weil das sich so kreuzt. Ich finde übrigens, dass da... Wartet. Gehen wir ein bisschen weiter zurück. Das da sieht cool aus. Dass da so die zwei Dächer praktisch ineinander sind. Das mag ich. Das finde ich ganz schön. So. Und wie gesagt, ich habe jetzt hier die Seite freigelassen. Hier habe ich echt total lang ausprobiert, wie das aussah. Und ist hier Glowstone drin? Ja.
Weil ich habe da total rumgefällt und das wollte ich jetzt nicht unbedingt dann in die Aufnahme packen. Und ja, deswegen habe ich das da jetzt mal vorgebaut einfach so. Und hier, da werde ich jetzt einfach nachbauen, damit ihr auch seht, wie das geht. Weil ich kann schlicht einfach jetzt sagen, ja, fertig. Ah, Mist, halt, warum? Dann hier muss ich jetzt echt gucken, wie ich das mache. Dass das nicht gerade halbwegs scheiße aussieht. Dass das nicht ganz so kacke aussieht, genau. Das wollte ich sagen. Das wollte ich euch mitteilen. So, dann mache ich mal hier erstmal hochbauen. Dann mache ich mal hier erstmal hochbauen. Mist. Ach cool, das ist genauso wie da oben, oder? Oder ist da ein Block in der Mitte? Ne, das ist eine Treppe. Gut. Dann habe ich das schon mal richtig gebaut. Muss aufpassen, dass ich jetzt nicht die Treppen kopfüber sitze. Ja, und hier, das sieht jetzt irgendwie scheiße aus, ne? Ich meine, das sieht man eigentlich nicht. Aber die Frage ist, von wo wird man das weniger sehen? Nee, das sieht man nicht. Der einzige Winkel, woraus man das sehen kann, wäre hier und da. Hier. Und ich würde einfach mal bezweifeln, dass ich da so oft hingucke, deswegen einfach mal drauf geschissen. Nee, wartet mal, ich habe eine andere Idee. Ich kann ja, obwohl, nee, kann ich nicht. Ich wollte zuerst jetzt da so eine Einerplatte hin platzieren. Oder? Soll ich mal gucken, wie das aussieht? Wo ist meine Axt hin? Ach, die ist ja kaputt gegangen, ne? Mist. Ah, egal, dann benutze ich halt meine super Spitzhacke für alles. Die ist so geil. Oh, das ist ein bisschen tief. Ja, das ist ein bisschen tief. Egal, ich baue jetzt einfach so dahin. Ja, okay, das ist die beste Lösung für alle, denke ich, weil dann ist da. Ja, das ist, denke ich, die beste Lösung. Ja, das sieht gut aus. Okay, lassen wir das so. Ich habe eigentlich schon gedacht, ich würde da jetzt total lang rumhocken und probieren, wie ich das bestmöglich aussehen lassen kann. Oh, ich habe auch fast... Hups! Kein Brot mehr. Oh Mann, das war ja richtig dumm. Obwohl, warte mal, das ist wieder so eine Ding, wo ich mir sag, das spart nur Zeit, wenn ich eben schnell da hochfliege. Das Einzige, was dann wirklich ein bisschen gecheatet ist, dadurch, dass ich dann halt, ja, weniger Essen verliere, weil ich ja halt, ja, nicht lauf, ne? Das ist eigentlich schon ein bisschen dann gecheatet, wenn ich das mache. Aber ich hoffe mal, das ist jetzt nicht so schlimm gewesen. Denn das spart ja, wie gesagt, wirklich nur Zeit. Und das alles immer zu cutten oder so, das wäre auch eklig. Soll ich hier vielleicht noch so einen kleinen Dachboden reinbauen? Ich lasse das mal offen. Ja, ich lasse das erstmal offen. So. Oh, Mist, ey. Warum mache ich das eigentlich so? Das ist total doof. Ich brauche eigentlich gar keine Axt mehr, wenn ich die Spitzhacke habe. Aber andererseits hat dann total die Spitzhackenverschwendung. Und reparieren kann ich das ja immer noch nicht. Meine Sachen. So. Übrigens habe ich mir jetzt, oh shit, auch mal den, habe ich ja glaube ich schon mal gesagt, weiß ich nicht. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall mal so einen Google Plus Account da gemacht, damit ich endlich wieder mit euch Kommentare schreiben kann und euch auch mal antworten kann und so. Was irgendwie trotzdem nicht richtig geht, denn man kann anscheinend bei YouTube auf die Kommentare nicht mehr antworten. Denn wenn man da draufklickt, steht dann da irgendwie, funktioniert nicht. Weil ich wollte deswegen nicht wundern, dass ich momentan irgendwie nicht auf eure Kommentare eingehe. Also ich kann halt nicht antworten. Erstens konnte ich das nicht, weil ich kein Google Plus hatte. Jetzt habe ich Google Plus und geht irgendwie trotzdem noch nicht. Ich kann zwar Kommentare schreiben, aber auf Kommentare antworten geht nicht. Vielleicht fixen sie jetzt noch. Kann auch sein, dass das schon gefixt ist, wenn ihr das hier hört. Das kann durchaus sein. Ich kann eigentlich so machen. Ne? Ja. Ist einfach, da muss ich nicht so genau unten auf die Mitte da zielen. Reicht das Holz? Ja doch, das sollte reichen. Das wird aber ein kleiner Dachboden. Egal. Genau, was ich sagen wollte. Und zwar, ich habe jetzt dieses Digimon-Spiel aufgenommen. Dieses Digimon Masters Online. Und ich würde mal gerne wissen, wie ihr sowas findet, wenn ich mal ein bisschen mehr so Abwechslung reinbringe. Weil ich habe ja eigentlich immer nur diese festen Projekte, die ich dann Let's Play, bis sie vorbei sind. Dann kommt ein neues Projekt. Aber nie irgendwie wirklich jetzt was Abwechslungsreiches. Jetzt habe ich zwar diese, zum Beispiel Survival Games da oder diese Minispiele von Minecraft gemacht, aber erstens ist das immer nur Minecraft und zweitens kennt man das irgendwie auch schon und keine Ahnung, da habe ich jetzt auch schon recht viele Videos von gemacht. Ich würde mal gerne wissen, wie ihr das findet, wenn ich so abwechslungsreiche Scheiße mache. Rotz. Ob ihr das interessant findet. Von dem Digimon Masters Online, da könnte ich auch immer ein paar Videos machen. Ich weiß nicht, ob sich, also ein komplettes Let's Play davon wird sich, glaube ich, nicht lohnen, weil das einfach zu langweilig ist. Man farmt da die ganze Zeit und ist eigentlich nur am, keine Ahnung, rumsammeln und
Ja, eigentlich nur im Farm. Und wie gesagt, die Missionen, die sind jetzt nicht so abwechslungsreich bei dem Spiel, weil das eigentlich nur besiege die Digimon, sammel das Item ist. Mehr ist das eigentlich nicht. Oder renn zu dem da und überbring ihm eine Nachricht oder so. Das ist eigentlich, naja, nicht wirklich abwechslungsreich. Deswegen, glaube ich, wird sich da kein Let's Play lohnen. Ich habe aber auch noch eure Reaktion dazu gar nicht gesehen, ob ihr das total scheiße findet oder gut, weil das kam noch nicht. Also wenn der Party online ist, dann... Hauptsache, da kommt irgendeine Nachricht so, ihr neuer Driver ist verfügbar. Driver. Wie dumm, Mann. Ja, kannst du aus dem Bild gehen? Geht er jetzt von selbst weg, oder? Oh, jetzt kann ich halt wegklicken. Tschüss. Dankeschön. Ich hoffe mal, das hat jetzt nicht aufgehört aufzunehmen. Das wäre nämlich richtig eklig. So. Nö, läuft noch. Läuft alles. Denn ich habe irgendwie immer Angst, aus dem Bild zu klicken. Und dann geht nachher die Aufnahme aus. Das wäre richtig kacke. Wo war ich jetzt nochmal dran? Das hab ich halt vergessen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht da runterfalle. Okay, geschafft. Und ja, ich weiß, da war eine Treppe noch übrig. Die baue ich gleich hin. Was wollte ich denn jetzt nochmal sagen? Ich lasse mich so leicht ablenken. Kann mich nie konzentrieren, wenn ich irgendwie Sachen rede. Jetzt hab ich vergessen. Entschuldigung. Ich glaube, da war auch irgendwann mit dem Digimon, oder? Oh, das war's. Alle. Geh ich mal hier durch. Ah, Mist. Das tut nicht weh. Treppen. Okay, ich brauche mehr Holz. Nein, so macht man kein Holz. Ja, komm, ich baue jetzt auch den ganzen Stack da noch weg. Das war zu viel. Upsi, egal. Brauche ich eigentlich noch Zäune? Ich weiß es gar nicht. Ah, ich komm. Ich komm. Der ist zweideutig. Ich finde das immer noch so bescheuert, dass der Cobblestone einfach mal besser aussieht als der gebackene Stein. Das ist doch total lächerlich. So. Erst hier die verschwenden. Ich habe viel zu viele gebaut. Das hier ist ja die letzte Seite, ne? Achso. Da habe ich aber noch nicht ganz zum Rand gebaut. Trotzdem viel zu viele. Wow, das war knapp. Egal, ich brauche sowieso früher oder später eh wieder welche. Und dann sehe ich die nicht in der Kiste. So wie den Sand mit den 8 Millionen Stacks da, die ich hatte. Das war so dumm. So dumm. Gut, jetzt würde ich sagen, kommt das mit der Seite da dran. Nämlich dieses typische Closestone-Scheiß-Leuchten. Was man wie folgt macht. Das ist jetzt ein bisschen scheiße, ich muss mich denn hier rüber bauen. Aber egal. Und zwar kommt immer hier dieses Teil weg. So, hier kommt dann der Closestone rein. Oh, dann wird das mit dem Dachboden, glaube ich, gar nichts. Weil, ne, da ist ja dann kein Platz mehr, wenn der Closestone da ist. Obwohl, ich kann ja eigentlich einfach eins zurückziehen. Mist, komme ich jetzt hinterhin, oder was? Ich will mich nicht verbauen mit Closestone, das wäre eklig. Kommt hier der Closestone hin und dann kommen die Treppen folgendermaßen dahin und zwar so. So. Ja, jetzt hat man da ein wunderschönes Gebilde, weil ich es auch nicht weitermachen kann, weil ich jetzt hier durch muss. Egal, dafür habe ich ja das Holz. So, jetzt muss man sich hier so eine kleine Treppe bauen. Ah, so geht das auch einfacher. So. Dann so. Und fertig. Da ist das ja schon. So, aber das war auch jetzt eigentlich das Einzige, was ich euch zeigen musste, denn wie man ein Dach baut, weiß ich, denke ich, wisst ihr einfach mal. So. Schön sicher, ne? Sicherheit geht vor. Das war so klar, ne? Schön sicher, Sicherheit geht vor. Was passiert? Ich renne voll in das Loch rein. So ein Mongo. Das war so klar. Immer schön sicher, liebe Kinder. Was ist denn das da? Warum zur Hölle ist da ein Dingsblock? Muss ich nicht verstehen. Ist da überhaupt schon Closestone? Da war noch gar kein Closestone, Mist. Egal. Das ist jetzt ein bisschen doof. Da mache ich gleich von unten. Da komme ich, glaube ich, eh am besten hin. Von unten. So. Ah, okay. Gut. Platzieren. Platzieren. Und hier muss ich jetzt eh nochmal runter. Von daher, ich würde sagen, Geronimo.
Oh, jetzt kann ich mich das nochmal hochbauen. Das ist so kacke. Ich sollte echt nicht meine Spitzhacke so töten. Komm, mach ich einfach so. Ja, stimmt, da war kein Closestone. Ach stimmt, ich hatte das ja zuerst komplett eins versetzt.